Hallo, moin moin und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Ralf Schütt und im heutigen Video geht es um das folgende Thema. Kennen Sie die Spezialität bei freien bzw. vermieteten Wohnungen in Hamburg oder im Großraum Hamburg? Nein? Dann gucken wir uns das mal ganz kurz an. So, und zwar künstlerisch begabt, ne, das ist dieses Mehrfamilienhaus. Ja, sind 8 Wohnungen drin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 Dachgeschosswohnungen. So, jetzt ist Folgendes, in Hamburg ist es so, es hängt immer vom aktuellen Markt ab, auch das schwankt und das verschiebt sich mal, aber vom Prinzip her ist das so. So, das sind beides zwei, sagen wir mal, 70 Quadratmeter Wohnungen. Nehmen wir das Beispiel von ihm, waren 42 Quadratmeter. So. Beide im ersten oder zweiten Stock. Und die eine Wohnung kostete damals 122.000 D-Mark und die andere kostete 160. So. Beides absolut von den Quadratmetern, die gleiche Größe, alles identisch. Da stand auch kein großer Baum davor. Die hatte genauso viel Fenster wie die. Ja? Das Bad sah genauso gruselig aus den 60er, 50er Jahren. So eine Harmonie in Pastellgelb oder in Popelgrün. Ja? Warten Sie noch 50 Jahre, dann sind die Dinger wieder modern. Ne? Ja, weil ne? Die alten, die Stuckdinger, die hat man in den 60er Jahren, hat man das ganze Zeug rausgehauen. Und jetzt sagen sie, oh! Ja? So. Ja! So. Frage an Sie, beide Wohnungen gleich groß. Was ist der Unterschied? Eigentlich habe ich schon verraten, also. Folgnummer. Wie bitte? Nein, alles identisch. Beide gleich tolle Bad. Wie bitte? Innen und außen, alles identisch. Alles identisch. Ja, der war gut. Ja, okay, abgesehen davon. Bingo. Na? Die ist frei und die andere ist vermietet. Da ist ein Mieter drin. Das ist der Unterschied. Also, ne? Das heißt, wie ist das mal entstanden? Ganz kurzer Ausflug. Das ist so in den 70er, 80er Jahren entstanden, dass Leute gesagt haben, ich kaufe so ein ganzes Haus, mache Eigentumswohnungen drauf, verkaufe die einzeln. Ja? So. Und dann hatten die immer wieder das Problem, dass sie die freie Wohnung, sagen wir, da waren 3 Stück drin, ja, 3 von 8 waren frei, die waren innerhalb von 6 Wochen verkauft und die sind jedes Mal auf den vermieteten Buden sitzen geblieben. Dann hätten die jetzt heulen können und sagen können, oh, das ist Mist. Oder sie haben einfach Folgendes gemacht. Sie haben gesagt, komm, was weiß ich, im Schnitt haben sie sonst immer 148 aufgerufen. Ja? Und dann haben sie gesagt, okay, dann machen wir die 12.000 teurer, verlangen für die 160 und die machen wir entsprechend günstiger und die geht für 121 weg. Dadurch ist ein Markt auch für vermietete Immobilien entstanden. Ja? Weil das Klassische war, eigentlich das, was wir in Tims Beispiel mit seinen Großeltern, das klassische Beispiel ist, dass man so ein Mehrfamilienhaus kauft oder baut. Da fehlt es aber manchmal so ein bisschen vielleicht am Kapital. Baufinanzierung? Schütt.